Der Traum vom Fliegen, schwerelos durch den Himmel gleiten. Eine Faszination seit Anbeginn der Menschheit. Dieses Gefühl einmal zu erleben, ist heutzutage nicht mehr nur Fantasie. Fallschirmsprünge, Paragliding und Wingsuits. Unsere Träume können Wirklichkeit werden. Doch diese Errungenschaften hatten ihren Preis. Das zeigt auch die heutige Geschichte. Die Geschichte von Franz Reichelt. Franz Reichelt erblickt am 16. Oktober 1878 in Österreich das Licht der Welt. Im gleichen Jahr, als Edison die Glühbirne entwickelt und in Connecticut die allererste Telefonzelle aufgestellt wird. Reichelt wächst in einer Zeit auf, in der Menschen besessen von Fortschritt sind. Eine bahnbrechende Erfindung jagt die nächste. Die Welt um ihn herum ist rastlos. Und so wird es auch Reichelt selber. Mit 20 Jahren hält ihn nichts mehr in Österreich. Er sehnt sich nach Veränderung. Es zieht ihn nach Paris. Die Stadt der Liebe und des kunstvollen Lebens. Genauer gesagt, ins verträumte Opernviertel, wo er sich als Schneider niederlässt. Doch seine wahre Faszination gilt nicht etwa der Schneiderei. Während seiner Zeit in Paris erobern die Brüder Wright die Lüfte der Welt. Sie erfinden das erste Fluggerät mit Lenkung und eigenem Antrieb. Ein Menschheitstraum geht in Erfüllung. Doch wer hoch fliegt, kann bekanntlich auch tief fallen. Und leider fallen zu Anfang dieser Erfolgsgeschichte einige. Die Technik ist noch nicht ausgereift, doch technische Defekte sind während eines Fluges oft fatal. Denn funktioniert die Maschine plötzlich nicht mehr, ist der Pilot seinem Schicksal hilflos ausgeliefert. Es gibt zu der Zeit nichts, was den Fall in irgendeiner Weise abbremsen kann. Und genau hier setzt Reichelts Geschichte an. Er träumt von einer Art Fledermausanzug. Ein Anzug, der die Fallgeschwindigkeit drastisch reduziert und somit viele Menschen vor dem sicheren Ende bewahren soll. 1910 macht Reichelt sich an die Arbeit. Als Schneider besitzt er die Fertigkeiten, um seine Vorstellungen praktisch umzusetzen. Und das ist das Ergebnis. Ein gewöhnungsbedürftiger Anblick, gerade wenn man bedenkt, dass Reichelts Erfindung unter die Kategorie leicht und gut tragbar fallen soll. Es erinnert mehr an einen Wingsuit mit größerer Auflagefläche. Aber dennoch, Reichelt war überzeugt von seiner Erfindung. Niemand bei klarem Verstand will seinen Anzug jedoch testen. Doch in seiner Schneiderei findet sich dennoch ein Freiwilliger. Auch wenn seine Ankleidepuppe sich nicht willentlich dazu bereit erklärt hat. Sie ist zumindest optisch einem menschlichen Körper sehr ähnlich. Also legt er ihr den Anzug an und schmeißt sie aus dem Fenster. Und wie durch ein Wunder erreicht sie völlig unversehrt den Pariser Asphalt. Reichelt kann es nicht glauben. Seine Erfindung funktioniert. Überzeugt von seiner Idee, zieht Reichelt den Anzug nun selbst an, öffnet das Fenster, atmet ein paar Mal tief durch und springt. Fast ungebremst knallt er auf den Boden. Aber er hat Glück, denn die Fallhöhe war nicht allzu hoch, wodurch der junge Österreicher nur ein gebrochenes Bein davon trägt. Doch der Unfall schreckt ihn nicht ab. Im Gegenteil. Nichts kann Reichelt von seiner Vision abbringen. 1911 setzt ein französischer Fliegerclub eine große Belohnung aus. Derjenige, der als erstes eine sturzabbremsende Apparatur erfindet, soll sie bekommen. Das kann kein Zufall sein, denkt sich Reichelt. Sofort meldet er dem Club seine Erfindung und wird eingeladen. Das könnte ein historischer Moment werden. Alle Mitglieder blicken gespannt auf seine präparierte Ankleidepuppe. Reichelt bereitet seinen Versuch vor und sobald sich seine Puppe auf der geeigneten Höhe befindet, lässt er sie fallen. Enttäuschte Gesichter, denn die Puppe knallt ungebremst auf den Asphalt. Reichelt versucht noch zu beteuern, es läge an den unbeweglichen Armen der Puppe. Menschen könnten den Anzug viel effizienter nutzen. Doch der Fliegerclub lehnt ab. Es bestehe kein Interesse an seiner Erfindung. Der Moment, der Reichelts Leben für immer hätte verändern können, verpufft klanglos. Doch wer denkt, dass diese Erfahrung den Österreicher einknicken lassen, der irrt. Er macht sich kurzerhand daran, den Anzug zu verbessern. Die perfekte Umsetzung seines Fledermausanzuges wird zur Lebensaufgabe. Er muss die Puppe nur aus einer größeren Höhe fallen lassen. Erst dann hat der Anzug genug Zeit, seine volle Bremswirkung zu entfalten. Und was wäre ein perfekterer Ort dafür als der Eiffelturm? Doch kann er nicht einfach ungefragt vom Eiffelturm eine seiner Ankleidepuppen werfen? Nein. Ein solcher Versuch muss mit den zuständigen Behörden abgesprochen werden. Ein Jahr kämpft Reichelt darum, diesen Versuch stattfinden zu lassen. Und 1912 ist es soweit. Die Pariser Presse verkündet, Franz Reichelt erhält die Erlaubnis, seine sensationelle Erfindung auf dem Eiffelturm zu testen. Die Ankündigung sorgt für ein mediales Echo und großes öffentliches Interesse. Franz Reichelt wird schnell bewusst, dieser Versuch ist eine einzigartige Chance. Wenn alles klappt, wird sich schon bald sein Leben für immer verändern. 4. Februar 1912. Es ist soweit. Fernsehen, Zeitung, Schaulustige, niemand möchte sich das Spektakel entgehen lassen. Das Experiment soll auf der ersten Plattform des Eiffelturms stattfinden. Aus 57 Metern Höhe soll die Ankleidepuppe fallen gelassen werden. Doch als Reichelt erscheint, kann die schaulustige Menge ihren Augen nicht trauen.
Er trägt den Fledermausanzug selbst. Nicht mal seine Familie oder Freunde wussten von Reichels Plänen. Auch die Stadt Paris wurde nicht informiert. Reichelt hat seine Puppe schon öfter hart auf den Boden einschlagen sehen. Er jedoch kann im richtigen Moment seine Arme ausbreiten und die volle Funktion des Fallschirms beweisen. Als Reichel die Treppe zur Plattform hinaufschreitet, steht die schaulustige Menge mit offenen Mündern da. Niemand ahnte von seinem Vorhaben. Aber Reichelt weiß, bei diesem Sprung geht es um alles. Bei seinem Aufstieg wird er von einem Journalisten begleitet. Von ihm stammt das nun zu sehende Videomaterial. Es zeigt Reichelt Momente vor seinem Sprung. Er checkt noch einmal seinen Anzug, hält ein letztes kurzes Zwiegespräch mit einem der anwesenden Männer, bis er sich ganz auf den bevorstehenden Sprung konzentriert. Die Anspannung ist ihm merklich anzusehen. Immer wieder wippt er leicht über den Abgrund, um kurz danach wieder nach hinten zu weichen. Er wirkt verunsichert, bis er sich schließlich nach vorne beugt und fallen lässt. Ich erspare euch an dieser Stelle das finale Videomaterial. Wer es sich ansehen möchte, findet es. Vor laufender Kamera fällt Reichelt wie ein Stein zu Boden. 57 Meter freier Fall. Er ist sofort tot. Jegliche Wiederbelebungsversuche bleiben erfolglos. Die Pariser Presse schießt dabei ein Foto, was um die Welt geht. Es zeigt Reichelt kurz vor dem Aufprall auf den Boden. Der Ausschnitt einer Millisekunde, der hinwegtäuscht über ein paar Sekunden bittere Realität. Sein Schirm hat sich nicht geöffnet. Franz Reichelt ist gescheitert. Viele von euch halten ihn wahrscheinlich für einen armen Irren. Aber im Grunde genommen war er eine ganz besondere Art von Mensch. Eine Art, die es sicher heute nicht mehr gibt. Er war bereit für seine Überzeugung zu sterben. Er wollte das Fliegen sicherer machen. Er wollte Menschenleben retten und hat dabei sein eigenes leider verloren.